Er hat stattgefunden. Jetzt findet er seit 2 Jahren statt. Mhm. Wären Sie jetzt dafür, dass man die Waffenlieferungen sofort einstellt, um ihn zu irgendeiner Art von Lösung zu bringen? Ja, ich wäre dafür, dass man tatsächlich die Waffenlieferungen einstellt und dass man tatsächlich jetzt endlich beginnt zu verhandeln. Und ich weiß nicht, Herr Kujat war ja mal Ihr oberster Vorgesetzter. Sie war ja Soldat. Herr Kujat war der oberste Militär, der oberste Befehlshaber der Bundeswehr. Und einer schreibt es schon im Chat, oh, jetzt eine vernünftige Stimme. Ja, Klaus Ernst ist sehr vernünftig. Das stimmt, der ist vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Wie gesagt, deswegen hatte ich überhaupt erst entschieden, diese Talkshow hier zu gucken, weil ich gedacht habe, okay, das ist jetzt einer, der sich im BSW angeschlossen hat, einer, der in der Linkspartei auch immer relativ vernünftige Positionen hatte. Mal schauen, was der zu sagen hat, und der scheint stabil zu sein. Und er hat vor kurzem in einem Interview erklärt, dass dieser Krieg aus seiner Sicht nicht gewonnen werden kann, dass es vollkommen absurd ist, deshalb weiter Waffen zu liefern, und dem würde ich mich anschließen. Okay. Also nicht eine ideologische Position, sondern das hätte ich nie gedacht, dass ich so argumentiere, als mit einer, der eher immer schon in der Friedensbewegung war. Aber ich zitiere den höchsten Militär dieser Republik, die er war, Vorsitzender des NATO-Rates, und sagt, hört auf mit diesem Krieg, er ist nicht zu gewinnen. Und jede Waffenlieferung weiter verlängert den Krieg. Waffen sind auch Abwehrwaffen im Zweifel. Bilder, die wir jeden Tag bekommen und die ich Ihnen gerne zeigen möchte, zeigen, dass was in den letzten Tagen alleine in der Ukraine passiert. Also wie gesagt, man müsste nicht mal alte Militärs, die sich gerade sehr vernünftig äußern, wie Erich Watt oder Harald Kujat, anhören, sondern man muss einfach nur schauen, was der Oberkommandierende der ukrainischen Landstreitkräfte sagt. Was Mark Milley, der oberste Soldat der Vereinigten Staaten, schon 2022 gesagt hat, nämlich, dass dieser Krieg militärisch von keiner Seite zu gewinnen ist. Also Saluschny hat gesagt, ja, die Ukraine bräuchte noch mehr westliche Waffenlieferungen, noch mehr Mobilisierung von Soldaten und wahrscheinlich Wunderwaffen. Also die Rhetorik finde ich dann auch schon etwas verräterisch, damit überhaupt noch eine erfolgreiche Offensive gestartet werden könnte. Also es ist auf allen Seiten eigentlich schon völlig klar, dass es militärisch gescheitert ist. Es werden Städte angegriffen, es werden Dörfer angegriffen, es wird die zivile Bevölkerung angegriffen. Wenn keine Waffen geliefert werden, Herr Kiesewetter, ist dann auch die Luft ab? Ja, es werden, also um das mal einzuordnen, im Ukraine-Krieg gab es bisher rund 10.000 zivile Tote. Zum Vergleich, beim Israel-Gaza-Konflikt gibt es innerhalb von wenigen Monaten mehr als 20.000 zivile Tote. Also das sind so die Größenordnungen. Der Ukraine-Krieg fordert enorm viele zivile Opfer, aber die fordert eben, weil Krieg herrscht. Also wenn dieser Krieg enden würde, dann würde es auch keine zivilen Opfer mehr geben oder fast keine zivilen Opfer mehr. Es gab zwar einzelne Gräueltaten von russischen Soldaten, also man denke an dem, was in den Vororten von Kiew passiert ist, wie beispielsweise Butscha, aber wenn dieser Krieg aufhören würde, dann würden die Kriegsverbrechen auch größtenteils aufhören. Und es ist nicht so, dass die Russen, wenn sie irgendwo einmarschieren, dann millionenfach irgendwelche Menschen wo wegdeportieren oder hunderttausendfach Leute umbringen. Das ist einfach nicht so. Das geht in dieser Rhetorik, die hier mancherorts in den hiesigen Medien bemüht wird, von Vernichtungskrieg und Russland will die Ukraine auslöschen und so. Das geht hier ein bisschen unter, dass die russische Kriegsführung nicht grausamer ist als die westliche Kriegsführung in zig anderen Kriegen, die wir in den letzten Jahren hatten. Und wenn, wie gesagt, der Krieg enden würde, dann würden auch die Kriegsverbrechen vermutlich fast komplett enden. Wer davon betroffen? Ich bin entsetzt über das ziemlich empathielose Bewerten des russischen. Es ist unfassbar. Also Leute, die Menschen ihr Bürgergeld wegnehmen möchten, um sie dann an die Front zum Sterben zu schicken. Leute quatschen von Empathielosigkeit. Es ist unfassbar. Also, ja. Also, die Leute, die für Krieg sind, die Leute, die das Sterben immer weiter verlängern wollen, die gehen hochmoralisch daher. Also, es war schon zu allen Zeiten so. Vorgehens. Es geht darum, dass 14 Millionen Menschen innerhalb und außerhalb der Ukraine auf der Flucht sind, dass Russland sich rühmt, 700.000 Kinder entführt zu haben. Die Ukrainer sprechen von 20.000, wo sie nicht wissen, wo sie sind. Es geht darum, dass jeden Tag furchtbare Ängste sind. Ich war jetzt während des Krieges 5-mal vor Ort, bin in wenigen Wochen wieder da. Ich sage, die Russen nutzen ungeheuer aus, dass der Westen sich nicht einig ist in der Unterstützung. Und sie bekämpfen ja kaum das ukrainische Militär. Sie zerstören, wie Sie sehr anschaulich zeigen, Krankenhäuser, Wohnanlagen. Sie zerstören.
wie gesagt, wenn man das mit der westlichen Kriegsführung aus zig anderen Kriegen der letzten Jahre vergleicht, dann unterscheidet sich das nicht groß. Also schaut euch an, was Israel gerade in Gaza anrichtet. Schaut euch an, wie der Westen beispielsweise in Serbien 1999 vorgegangen ist. Da hat der Westen sogar gezielt die zivile Infrastruktur, Strom, Wasser und so weiter in Schutt und Asche gelegt, um Serbien zu einem Diktatfrieden zu erpressen. Und das funktioniert damals. Also diese Bombardierung der zivilen Infrastruktur, die Russland in der Ukraine gerade durchführt, vor allem der Strominfrastruktur, die hatte von manchen russischen Kriegsreportern den Namen Serbien-Szenario bekommen. Weil es eben damals dem Westen erfolgreich gelungen ist, durch so eine Luftkampagne Serbien zum Einknicken zu bewegen. Also, ja, Krieg ist nur grausam. Und wenn man das nicht mehr will, dann muss der Krieg enden. Kann man da nicht sagen, wir müssen den Krieg jetzt noch härter weiterführen oder noch mehr Waffen einsetzen? Also, es ist ja völlig widersinnig. Also aus der Feststellung, Krieg ist grausam, folgt doch nicht, wir müssen diesen Krieg noch weiter eskalieren oder wir müssen ihn noch länger fortsetzen, sondern dann daraus kann doch eigentlich nur folgen, wir müssen diesen Krieg beenden.